Dieser Witz wurde uns anonym über witzschmiede.de vorgeschlagen. Im Physikunterricht wird die Geschwindigkeit besprochen. Der Lehrer fragt die Schüler, was denn so das Schnellste sei, was es auf der Welt gibt. Ein Junge in der ersten Reihe zeigt auf und meint, dass das Schnellste auf der Welt die Schallgeschwindigkeit sei. Daraufhin meint der Lehrer, dass der Schall schon recht schnell sei, aber es noch schnellere Geschwindigkeiten gibt. Ein Mädchen in der zweiten Reihe merkt an, dass die Gedanken das Schnellste seien, was es gibt, denn diese gehen mit Lichtgeschwindigkeit. Da meint der Lehrer, richtig, es gibt nichts Schnelleres als die Geschwindigkeit des Lichts. Steht ein Junge in der letzten Reihe auf und meint, dass es doch etwas gibt, was noch schneller ist als die Gedanken. Alle fragen, was das wohl sei. Da meint der Schüler, das wisse er nicht genau, aber er habe am Vorabend vor der Schlafzimmertüre der Eltern gelauscht und habe gehört, wie die Mutter zum Vater sagte, das ging jetzt schneller, als ich mir gedacht habe.